Meine Nachbarin hat einen wunderbaren Blumengarten, pflegt ihn das ganze Jahr über liebevoll und ja, man muss sich einfach mal hier ein paar Eindrücke hiervon verschaffen. Viel Spaß beim Zusehen. So, ich bin jetzt bei meiner Nachbarin, der Frau Renate Gerhardt. Wir haben es jedes Jahr verpaddelt mit den Schwertlilien, aber dieses Jahr hat es geklappt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschlagen. Das ist der Wahnsinn, was es hier an Schwertlilien gibt. Also ganz toll. All in hellblau. All in hellblau. Seit wann habt ihr die gesetzt, Nachbarn? Ach, ihr habt mir die Lutzdornamon gebrochen. Ja. Und da habe ich die da vorne gesetzt. Ja, ja. Und da hat er für nie Wasser gekriegt. Und ja. Dann habe ich mal so, jetzt sind jetzt schon fünf Jahre. Der Kalk gestorben war, dann hat der Kalk schon 15 Jahre. Da habe ich gedacht, ich sollte mal so anzauen. Ja, und seit der Zeit wachsen die hier so wunderschön. Ja, ja. Jetzt habe ich auch da vorne, hatte ich auch da. Jetzt ist da auch rot schon. Mir hatte die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob die von der Katz vertrieben worden sind oder, naja. Die Katz hat alles, Kugelmalz. Ah, gut. Ja, was soll ich sagen, irgendwie Dahlien, die haben sich an den Zaun gelegt, die waren dann auch so hoch waren. Und ja, ja. Und man hat sich aufwecken, so alles, wie der Fuchs, so die Dahlien rausgenommen. Also, das ist Wahnsinn. Das ist. Ja, so die Zeit immer oder variieren die am im Blühe? Ja, ja, ja. Ja. Wie heißen die jetzt? Das ist die Kapuzinerkirsche. Ja. Die zieht dann alles zu, ne? Ja, ah ja. Klasse. Also das ist eine Pracht. Also die Hase jetzt nochmal, das sind die Iris. Sind die irgendwie miteinander verwandt oder so? Nein, die Iris hat eine Schwiebe. Ja. Aha. Ach so, so. Ja, ist der da extra hergefahren? Sind das ganz besondere? Ja, die sind vom Amon hat gerade gefunden. Ja. Genau, die hat noch einen Garten, denke ich. Ja, 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 klar. Ich sag das mal wieder mal. Das sieht jetzt schön aus, da wo der das Wasser. Also Nachbarn, das ist in Biebesheim der schönste Garten. Sehenswert, absolut. Also man kann wirklich sagen, es ist ein Stück Insel Mainau oder so ähnlich. Ja, und da habt ihr da aufgehoben, da tut er dann immer von dem Samen dann. Ach so, für die. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Ah ja, da, ja klar, das ist so. Ja. Ach Gott. Ja. Ja, ja, ja. Hat dir das ganz zugemacht, sondern da hat er eh mal gewusst.
Ja, also schon eine Pracht. Und die Gegner, die ist kaputt. Ja. Das macht nichts, sondern es ist schon erstaunlich, mit welcher Sachkenntnis und Liebe sich meine Nachbarin um ihren Blumengarten kümmert. So, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Passt alle auf euch auf und tschüss.